Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch eine Aktie vorstellen, die wahrscheinlich der ein oder andere von euch bereits kennt, aber vielleicht oder ich hoffe, dass ich euch Informationen übermittle, die ihr noch nicht kanntet. Und zwar geht es um die Palantir-Aktie bzw. Palantir Technologies Inc. Und aktuell kostet die Aktie 23,60 €, hat am Freitag mit einem Plus von 14,56% geschlossen. Und einmal kurz, was ist Palantir? Ist ein Unternehmen, das Softwareplattformen entwickelt, mit denen beispielsweise Geheimdienste Daten analysieren und entschlüsseln können, und diese Dienste sind natürlich eher für die US-Regierung bestimmt. Aber sie haben auch eine zweite Sparte, und das ist sind Produkte, Softwareprodukte für private Unternehmen, damit diese auch Daten besser analysieren können. Und was an Palantir sehr interessant ist, ist meines Erachtens, der deutsche Investor Peter Thiel ist mit 7,76% an dem Unternehmen beteiligt, und das seit 2003. Also das heißt, ein sehr bekannter Investor ist schon 17 Jahre an dem Unternehmen beteiligt, und das zeigt mir einfach, dass er selber, was natürlich eine Koryphäe ist, finde ich, an das Unternehmen glaubt. Kommen wir einmal zu den Zahlen. Zuletzt veröffentlichte er Palantir seine Jahreszahlen. Der Umsatz wuchs 2020 um 47,2% auf knapp 1,1 Milliarden Dollar. Aber die Kosten stiegen jedoch ebenfalls und die Verluste leider auch. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde beträgt knapp 8 Millionen Dollar und wuchs ebenfalls um knapp 41%. Allein im vierten Quartal 2020 war der Umsatz um 40% auf 322 Millionen Dollar gestiegen. Und im vierten Quartal konnten sie viele große Konzerne und Behörden als Kunden gewinnen. Dazu gehört zum Beispiel BP, die US-Armee, die US-Luftwaffe, der FDA und der NAS. Und das sind natürlich Unternehmen und natürlich staatliche Behörden, wo Geld in meinen Augen vielleicht nicht ganz so die Rolle spielt. Ich finde, die Aussichten sind bei dem Unternehmen wirklich sehr, sehr positiv. Sie erwarten selber ein Umsatzwachstum von mehr als 30% und allein im ersten Quartal dieses Jahr um mehr als 45%. Und das ist natürlich schon extrem, und das zeigt natürlich auch den Chart. Ich möchte einmal langfristig kurz rausgehen, beziehungsweise die ersten seit Anfang an, und das war am 24. Juni 2014, und nehmen wir mal den Freitagkurs, da ist die Aktie bis jetzt um sagenhafte 3200% gestiegen. Aber so weit möchten wir gar nicht zurückgucken. Wir gucken uns einmal an, was hier so die letzten Tage los war. Und hier am 22. Januar gab es wirklich eine sehr große Richtung, und die war nur nach oben. Und die letzten Tage gab es leider eine Bewegung nach unten, was aber in erster Linie nicht so schlimm ist, denn was immer steigt, wird auch irgendwann mal fallen. Das ist ganz klar. Natürlich ist so ein Kursanstieg um 14% schon ordentlich, keine Frage. Aber das ist wirklich normal. Also man kann es hier sehen, am 18. ist sie auch entsprechend um 16% gefallen. Oder hier am 16. Februar um 17%. Also das ist immer ein Auf- und Abgerade. Das ist einfach nur eine kleine Korrektur, ist nichts Schlimmes. Man sieht es hier genauso. Und wenn man einmal guckt, hier könnte man jetzt eine Linie ziehen und natürlich auch
in diesem Bereich hier. Hier ist sie etwas nach unten gerutscht, aber sie hat am nächsten Tag direkt wieder den Weg nach oben gefunden. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass sie so eine entsprechende Linie, ja, dass dort abgeblockt wird und nicht noch weiter nach unten rutscht. Und das ist hier sehr schön gezeigt, dass das hier erfolgt ist. Aber wie sieht es jetzt zukünftig für das Unternehmen aus? Also ich persönlich kann sagen, es sieht eigentlich sehr gut aus. Sie ist nicht mehr ganz günstig und eigentlich muss man schon fast sagen, diese ist teuer. Aber wenn man sich die hohen Bewertungskennziffern wie beispielsweise im Kursumsatzverhältnis von über 48 oder im Kursbuchwertverhältnis von fast 35 ansieht, dann ist auch für eine Wachstumsaktie viel zu viel. Aber aufgrund der positiven Entwicklung und guten Aussichten könnte die Aktie aber nach einer Korrektur bei tieferen Kursen interessant werden. Das meine ich dazu. Ich würde jetzt tatsächlich nicht unbedingt einsteigen, auch wenn ich, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Ich könnte mir vorstellen, dass diese auch jetzt über die Woche steigt, aber ich würde jetzt wirklich abwarten, bis es zu einer Korrektur kommt und da wäre auf jeden Fall ein Zeitpunkt, um in dieses Unternehmen oder in diese Aktie zu investieren. Denn wenn man mal den Hintergrund von dem Unternehmen anguckt, um Daten zu analysieren, das ist ja genau das, was Geheimdienste wollen. Sie wollen immer mehr über die Leute erfahren, Informationen haben und da ist natürlich so eine Software, ja, ein absoluter Bringer, so möchte ich das einfach mal formulieren. Und sowas braucht man natürlich von Unternehmen. Und ein Auftrag von der US-Regierung zu bekommen, egal jetzt ob vom Militär oder Luftwaffe, ich nenne das jetzt einfach mal eins von US-Regierung, da stecken schon paar Euro dahinter. Also da können locker und leicht mal schnell Folgeaufträge für andere Sachen kommen, aber man hat dann erst natürlich schon mal den Fuß in der Tür drin stehen. Und auch die Privatunternehmen, BP zum Beispiel, dass man da einen Auftrag gewinnen konnte und noch viele, viele andere Unternehmen, zeigt einfach, dass dieses Unternehmen langfristig auf jeden Fall sehr, sehr stark wächst. Und deswegen meines Erachtens ein Top-Unternehmen und in dem Unternehmen man gerne investieren sollte. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder kurz ein paar Tipps geben und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen.